Hey und ganz, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie man vielleicht schon erkennen kann, wird es heute weihnachtlich. Um genau zu sein, werden wir heute mein Zimmer endlich weihnachtlich dekorieren. Ich muss sagen, für meine Verhältnisse bin ich auch schon sehr spät dran, denn sonst war mein Zimmer meistens schon Mitte November komplett weihnachtlich eingerichtet. Dieses Jahr haben wir es einfach schon den zweiten Advent und ich habe es einfach immer noch nicht gemacht. Aber das werden wir heute nachholen. Ich werde euch mitnehmen. Super, super viele haben sich tatsächlich auch so ein Video gewünscht, was mich natürlich sehr freut. Ich habe sowas nämlich tatsächlich auch schon letztes Jahr gemacht. Allerdings war mein Zimmer damals schwarz-weiß-gold dekoriert. Inzwischen kann man es vielleicht auch ein bisschen am Hintergrund erkennen, ist mein Zimmer ja blau-silber-weiß, würde ich sagen. Dementsprechend werde ich dieses Jahr auch silber dekorieren, anstatt gold-rot wie letztes Jahr. Also ja, ich bin selber schon sehr gespannt auf das Endergebnis. Ich würde sagen, bevor wir jetzt allerdings mit dem Dekorieren starten, zeige ich euch erstmal, was ich denn so an Deko da habe. Also ganz, ganz viel Spaß beim Zuschauen und let's go! Starten wir, wie gesagt, jetzt erstmal damit, dass ich euch zeige, was ich hier so an Dekoartikeln habe. Ich muss dazu sagen, ich habe wirklich 99% der Sachen bei Woolworths gekauft. Genauso wie auch diesen cuten Haarreifen. Leider sieht man den jetzt im Bild nicht mal zur Hälfte, aber stellt es euch einfach vor. ich habe hier zum Beispiel super viel silbernes Lametta, nennt man das so? Keine Ahnung, so eine Art Lametta-Girlanden. Außerdem habe ich hier wirklich super, super viele verschiedene Christbaumkugeln. Hier sind zum Beispiel weiß-silberne. Das Ganze hier auch nochmal in klein. Ich habe hier übrigens auch noch ein paar blaue Kugeln. Übrigens, die hatte ich schon zu Hause. Ich muss nämlich sagen, ich habe so gut wie gar keine blaue Deko gefunden. Deswegen wundert euch nicht, dass der Großteil, wenn nicht sogar fast alles, weiß und silber ist. Das nächste Teil ist, wie man vielleicht unschwer erkennen kann, ein Rentier. Fand ich auch super, super cute. Übrigens kann das Ganze auch leuchten. Ich hoffe, man kann es erkennen. Aber genau. Ich glaube, Lichterketten dürfen beim weihnachtlichen Dekorieren auch nicht fehlen. Vor allem fand ich die einfach super, super schön. Ich hatte die letztes Jahr, glaube ich, auch schon in Gold. Dieses Jahr habe ich die, wie gesagt, in Silber gekauft. Und ja, ich finde die einfach super, super cute. Außerdem habe ich mir eine Vanilleduftkerze mitgenommen. Ist jetzt nichts Spektakuläres, aber ich muss sagen, die riecht wirklich extremst gut. Außerdem habe ich hier noch so ein, ja, silberglitzerndes Rentier mitgenommen. Das sieht einfach so unfassbar schön aus. Nur leider glitzert schon gefühlt mein komplettes Bett. Aber gut. Den fand ich hier auch super, super schön. Ja, ist halt einfach ein silberner Baum. Und zu guter Letzt habe ich hier noch so eine unfassbar schöne Schneeflocke. Die werde ich wahrscheinlich an meinen Schminktisch hängen, muss ich aber noch schauen. Ach ja, einen Teil habe ich tatsächlich noch, falls man es mitsehen kann. Und zwar ist es weihnachtliche Bettwäsche. Ich muss sagen, mein Bett nimmt wirklich in meinem kleinen Zimmer einen wirklich sehr großen Teil ein. Deswegen finde ich es besonders schön, wenn mein Bett auch weihnachtlich dekoriert ist. Also ja, das sind die Sachen, die ich gekauft habe. Damit werden wir jetzt mein Zimmer dekorieren. Ich würde sagen, wir starten einfach mal. Ganz, 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 ganz viel Spaß beim Zuschauen. Ich freue mich wirklich schon sehr aufs Dekorieren. Und let's go! Ich glaube, ihr könnt es erkennen, ich sitze gerade an meinem Schminktisch. Denn den werde ich jetzt als erstes dekorieren. Also starten wir einfach mal. So,
Freunde, mit dem Teil des Zimmers sind wir tatsächlich dann auch schon fertig. Jetzt kommen wir zu meiner Kommode. Tatsächlich schon so gut wie fertig. Das Einzige, was noch fehlt, ist mein Bett. Ich würde sagen, das beziehe ich eben ganz, ganz schnell neu. Und dann blende ich euch mal ein paar super coole Ausschnitte von meinem Zimmer ein. Das war es tatsächlich auch schon von meinem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch da draußen gefallen hat. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie euch mein Zimmer gefällt. Ich werde auf jeden Fall auch nach Weihnachten nochmal eine richtige Roomtour machen, weil das habe ich tatsächlich noch nie wirklich gemacht. Also ja, falls ihr Bock darauf habt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten schreibt mir auch gerne eure Videowünsche in die Kommentare. Und an dieser Stelle würde ich dann auch schon sagen, bis zum nächsten Mal und ciao!